letzten Nachrichten über den Krieg. Alles, was Sie noch nicht wussten, steht hier drin. Extra Blatt. Ich nehme eins, Junge. Wie viel macht das, Junge? 20 Pfennige wert, Herr. Hier bitte. Danke. Der Krieg ist aus. London, 7. Mai. Die Columbia-Rundfunkgesellschaft meldet, Deutschland hat bedingungslos vor Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Frankreich und der Sowjetunion kapituliert. Es ist also vorbei. Wissen Sie, ich komme wirklich gerne in diesen Park. Da kann man fast vergessen, was für schreckliche Dinge passiert sind. Finden Sie nicht auch? Ja. Ja, hier ist es sehr schön. Es wird wirklich gut, jemanden zum Reden zu finden. Bei mir zu Hause bin ich ganz allein. Ja, das stimmt. Wie warm ist es hier heute? Kaum zu glauben im Frühjahr, dass es schon so warm ist. Ja, da haben Sie recht. Es ist sehr warm, in der Tat. Das ist unsere Küchenuhr. Ja, ich habe sie noch gefunden. Ist alles, was mir geblieben ist. Schauen Sie mal, sind die Ziffern nicht hübsch? Funktionieren tut sie leider nicht mehr. Aber äußerlich sieht sie noch genauso aus wie damals. Die habe ich noch gefunden. Die ist übrig geblieben. Dann haben Sie wohl alles verloren. Ja. Denken Sie nur, ich habe alles verloren. Bis auf die Uhr. Aber sie geht doch nicht mehr. Oh nein, das nicht. Aber sonst ist sie noch genauso wie damals. Und das Lustigste ist, dass sie genau alle drei stehen geblieben ist. Denken Sie mal, genau um 2:30. Dann ist um 2:30 ihr Haus getroffen worden. Das habe ich schon oft gehört. Wenn die Bombe kommt, dann bleiben die Uhren stehen. Das ist wegen dem Druck. Nein, lieber Herr. Mit der Bombe hat das nichts zu tun. Das ist es ja gerade, dass die Uhr genau um 2:30 stehen geblieben ist. Ich meine, genau um 2:30, da bin ich immer nach Hause gekommen. Nachts meine ich. Fast immer um 2:30. Hallo Mutter. Ach, so spät wieder. Meine Mutter hörte mich immer. So spät wieder, sagte sie dann, jedes Mal. Machte mir das Abendessen warm. Sie war immer barfuß.
und schaute mit kleinen Augen wegen des hellen Lichts. Jede Nacht war es so, meistens um 2:30. Ich fand das immer ganz selbstverständlich. Sie tat das ja immer, dass sie mir nachts Essen machte. Meine ich, das war immer so, ganz selbstverständlich. Immer wenn ich spät nachts nach Hause kam und sie sagte, so spät wieder, wenn er in der Küche stand. Immer tat sie das. Das fand ich ganz normal. Und jetzt weiß ich, dass es das Paradies war. Das Paradies auf Erden. Und Ihre Familie? Ach, Sie meinen meine Eltern? Ja, die sind auch weg, so wie alles weg ist. Alles ist weg. Nur die ist mir geblieben. Und das Witzige ist ja gerade, dass sie genau um 2:30 stehen geblieben ist. Charlotte, weißt du noch, wir gingen zusammen in dieselbe Klasse? Charlotte? Ja, Gott, ich freue mich so, dich zu sehen. Hey, willst du nicht mit meiner Mutter und mir zu Abend essen? Wir haben nicht viel, aber... Ich kann es immer noch kaum glauben, dich wieder zu treffen. All die Jahre haben wir uns nicht gesehen. Und jetzt, wo der Krieg vorbei ist, laufen wir uns wieder über den Weg. Siehst du, Mama? Nicht alle Hoffnung ist verloren. Das muss doch ein Zeichen sein, nicht wahr? Du bist schon immer mein Sonnenschein gewesen. Nicht einmal der Krieg konnte daran wirklich etwas ändern. Ja, Tim, ich bin der Meinung meiner Tochter. Du bist wirklich ein Zeichen dafür, dass noch ein Stück Paradies übrig geblieben ist. Was es wert ist, wieder aufzubauen. Dankeschön. Danke.